Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Ei für euch und zwar hat Lookfantastic das Osterei rausgebracht. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe es zugeschickt bekommen, um euch das vorstellen zu dürfen und verlose in diesem Video eine selbst zusammengestellte Beautybox. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht in der Infobox unter diesem Video. Schau gerne mal vorbei. Und wer behauptet, man könnte Orange und Rosa, nicht oder Pink, das ist nicht ganz pink, nicht kombinieren, der irrt. Denn bei diesem Ei ist es halt wirklich designtechnisch wunderschön, finde ich. Es schreit für mich nach Frühling, ne? Normalerweise kostet das 70 Euro, 65 Euro kostet das, wenn ihr den Code CLAUDIWELT verwendet. Den könnt ihr euch auch auf alle möglichen Produkte dort gönnen, wenn ihr möchtet. Denn Lookfantastic hat einen riesengroßen Online-Shop. Schaut gerne mal dort vorbei. Ich stelle euch auch immer wieder Neuheiten vor. Bald kommt auch wieder ein Video. Und ja, das ist jetzt hier erstmal eine Box und kein Ei. Aber man kann es aufklappen. Dann haben wir hier unser Ei. Ist natürlich super cool zum Verschenken, weil du musst es nicht einpacken. Es ist schon eingepackt. Oder halt für einen selber, ne? 230 Euro Warenwert sollen hier drin enthalten sein. Man sieht online auch die Produkte, sodass du halt nicht die Katze im Sack kaufst. Das ist bei Lookfantastic Limited Editions immer der Fall und das finde ich super schön. Und hier haben wir das wunderschöne Schätzelein. Beim Transport ist da wohl so ein bisschen Krüppelpapier nebenher gegangen. Ist aber nicht schlimm. Das passt 1A zu meinem Oberteil. Ist ja richtig cool. Und ja, es sieht hübsch aus. Es ist orange mit oben ein bisschen gülden. Also ich finde es cool und meine Freundinnen freuen sich auch jedes Mal darüber, wenn ich ein solches Ei habe, denn ja, die verwenden das halt dann auch für ihre Kinder, wobei ich jetzt ja mittlerweile selber Mama bin. Ich glaube, Julius würde sich auch freuen, wenn er darin tatsächlich dann in ein paar Jahren oder nächstes Jahr wahrscheinlich sogar schon seine Osterüberraschung finden kann. Also ich werde es auch weiter schön aufbewahren. Auch die Umverpackung ist richtig cool, ne? Also das ist 1A, kann man toll verwenden. Du kannst auch dieses Inlay rausnehmen und hast dann auch so ein Zusammenklappding. Ich finde es klasse. Also das ist schön gestaltet, schön gemacht. Ich stelle es mal eben irgendwo zur Seite, dass ich ein bisschen mehr Platz hier habe. Und ja, genau. Ich setze euch auch den Link zu dem Ei in die Infobox. Das ist nämlich noch verfügbar. Und irgendwie will das hier gerade nicht halten. Die Statik ist noch nicht ganz ausgeklüngelt hier. Und genau, weil wenn ihr über den Link in der Infobox bestellt, unterstützt ihr mich. Der Code ist nur für euch, ne? So, hier haben wir das Ei. Ich öffne das einmal. Das ist aus Metall. Huch. Etwas vorsichtig sein, weil das ist natürlich prall gefüllt. Oh nein. Okay, hier haben wir dann auch schon, wie das Ei von innen so aussieht, ne? Man kann hier auch einfach den QR-Code scannen, um ein bisschen mehr zu entdecken. Ich persönlich bin ja immer ein Fan davon, wenn wir auch wirklich ein Heftchen drin haben, wo drin steht, was drin ist. Aber man kann sich auch online das Ganze anschauen. Okay, also ich starte mit dem ersten. Und da habe ich hier Delicia Drench von Sol de Janeiro, die Body Butter. Die ist neu, ne? Für trockene Haut, repariert und stellt eine Feuchtigkeitsbarriere her. Das dürfte eine kleine Geschichte mit 25 Millilitern sein. So schaut das aus und das finde ich sehr, sehr cool, dass wir hier eine neue Variante von diesen Sol de Janeiro Geschichten drin haben. Werde ich jetzt auch direkt in Anwendung nehmen, weil ich habe gestern erst meine Balea Body Lotion aufgebraucht. Oha, das sieht wirklich sehr, sehr fest aus. Das ist hier so eine richtige Butter, ne? Man sieht es auch richtig. Oh Gott, das riecht sehr gut. Ich mag ja sehr gerne auch diese Sol de Janeiro Düfte. Wir hatten auch irgendwann mal so eine kleine Größe von dem Sol de Janeiro in Orange. Ne? Das ist das Bum Bum Cream Gedönsen gewesen. Und das verwende ich abends immer nach dem Duschen als Duft, als Nachtduft quasi. Weil ich finde, ich rieche dann immer so ein bisschen zum Anbeißen. Sehr fest. Aber es passt halt, ne? Noch ist tatsächlich die kalte Jahreszeit da, auch wenn der Frühling langsam bei uns kommt. Aber man hat immer noch so ein bisschen dieses Bedürfnis, sich etwas mehr einzucremen. Oh, das riecht richtig gut. Es riecht so ein bisschen auch nach karamellisiertem irgendwas. Ich meine, ich habe mir das Parfum nämlich davon auch bestellt, ne? Ich meine, als ich das auch das erste Mal gerochen habe, habe ich gesagt, das riecht, als würde man irgendwie einen kandierten Apfel essen und ein Rosenhändler wird vorbeikommen und einem Rosen in die Hand drücken. Das passt schon, ne? Wobei das, glaube ich, gar nicht nach Rose oder so riecht, aber halt dieses Blumige, was da auch ein bisschen mitschwingt, mag ich sehr gerne. Und das zieht halt auch gut ein. Also ist wirklich gut gerade auch eingezogen, ne? Und pflegt super angenehm. Also das ist schön, das wird jetzt auch in den nächsten Tagen verwendet. Dann haben wir hier eine Marke drin, da gab es auch schon mal eine eigene Box von Philip Kingsley. Ist das der Elasti Styler. Ein 5-in-1 Treatment und das macht man sich mit 100 Millilitern in die Haare.
eine Erbsengröße und damit kann man dann die Haare entsprechend stylen. Ich style meine Haare nicht, das ist nicht so mein Vibe, deswegen wird es weiter wandern. Ne? Also ich habe meine Haare halt offen, ich habe sie im Zopf, aber ich habe jetzt nicht irgendwie groß irgendeine Frisur oder so. Und deswegen, aber ein Haarprodukt hier mit drin ist auch praktisch, weil ich persönlich finde in solchen LE-Boxen das immer ganz schön, gerade bei Look Fantastic haben die das echt gut raus, dass die auch ein sehr ausgewogenes Verhältnis haben. Also wir hatten jetzt was für den Körper, wir haben was für die Haare. Ich krempel mal eben kurz hier runter, weil ich hatte mir das eben hochgekrempelt, weil ich was abgewaschen hatte. Dann haben wir nämlich noch hier dekorative Kosmetik drin, die jeder tragen kann, weil das unabhängig von irgendeiner Hautfarbe oder einem Hauttypen ist. Von Anastasia Beverly Hills Dewy Set Setting Spray und das ist mit 100 Millilitern einfach mal eine Originalgröße. Ich habe das in einer kleinen Größe da, das werde ich auch dann in meinen Fullface Beauty Boxen Büchschen mit reinpacken, dass ich das dann demnächst euch auch in Anwendung zeige. Wunderschön. Also ich würde schon tatsächlich behaupten, dass man sowas doch wohl mal irre gerne in der Box findet. Ich sage es auch immer wieder, die Firmen können meiner Meinung nach eigentlich jedes Mal irgendwelche Fixing Sprays reinpacken, die können Primer reinpacken, die können Puder reinpacken, Augenbrauengele, die transparent sind. Weil das so universell ist, ne? Das kann halt jeder verwenden. Wir haben hier auch einen Schimmer mit drin, da muss man ein bisschen aufpassen, aber es macht wirklich ein schönes Ergebnis. Also das ist wirklich sehr, sehr dewy und hier einfach mal 100 Milliliter, also eine Originalgröße und dann Anastasia Beverly Hills. Also ich finde es geil, muss ich ganz ehrlich sagen und allein damit hat man ja schon die Hälfte vom Ei raus, ne? Finde ich klasse. Dann haben wir hier etwas und damit hast du das komplette Ei raus. Elemis Superfood Facial Oil. Das ist ein Gesichtsöl mit 15 Millilitern. Elemis ist eine sehr hochpreisige, hochwertige Marke, die so marinekosmetikmäßig unterwegs sind. Und die Produkte davon vertrage ich auch ganz gut. Mag ich auch gerne leiden. Ich persönlich mag halt gerne noch einen Tick mehr von diesen Wirkstoffen oder Wirkstoffe halt. Ne? Also Niacinamide, Retinol und so weiter. Das ist halt so, dass ich das dann gerne noch on top gebe. Aber wie gesagt, jetzt gerade haben wir noch ein bisschen die kalte Jahreszeit. Da sind Gesichtsöle auch noch voll drin. Deswegen finde ich es klasse, dass wir das hier auch mit drin haben. Ist halt eher was für trockene Haut, ne? Oder für abends geeignet. Mag ich. Mag ich wirklich. Ja, und da haben wir jetzt schon mal echt alle Kategorien irgendwie mit abgefrühstückt. Dann schauen wir jetzt mal weiter. Von Caudalie habe ich hier ein Beauty Elixir Smoothing Glowing Complexion. 30 Milliliter. Das habe ich auch schon mal gehabt, habe ich aufgebraucht, also ich habe es als Fixing Spray aufgebraucht. Man kann es aber auch ganz einfach als Toner verwenden. Man sieht hier auch in der Verpackung so ein bisschen was Öliges drin. Also du hast hier auch ein sehr nährendes Produkt, was man dann halt wirklich, nachdem man das Gesicht gereinigt hat, auf das Gesicht aufsprühen kann oder auf ein Wattepad geben und dann aufs Gesicht auftragen, weil Entschuldigung, ich gelernt habe, dass meine Augenpartie das nicht so gerne hat, wenn ich da auch was drüber sprühe. Ne? Aber ein ganz toller Toner. Ich habe es, wie gesagt, als Setting Spray verwendet, also quasi, ja, um meine Creaming-Texturen miteinander verbinden zu lassen. Und wie gesagt, schüttelt das einfach ein bisschen vorher, damit alles sich auch ein bisschen besser miteinander verbindet. Steht hier auch drauf, Shake Before Use. Ne? Und dann kann man damit halt wirklich ein tolles Toner-Erlebnis haben. Oder eben halt auch als Setting Spray, wenn man genauso eine Trockenpflaume ist wie ich. Ich glaube, wenn man so eine Mischhaut hat oder eine ölige Haut, dann ist es als Setting Spray etwas zu viel. Ich habe hier auch eine Mascara drin. Auch das, finde ich, kannst du immer in eine Box reinpacken. Enrich and Elevate von Iconic London. Ich mag ja super gerne die Triple Thread Mascara von Iconic London. Und hier habe ich jetzt noch eine andere Variante. Finde ich ehrlich gesagt auch total spannend. Denn die Triple Thread fand ich so überraschend und so, so gut, dass ich die aktuell auch hier in meinem Tisch drin habe, dass ich die immer mal wieder auch verwende. Jetzt gerade habe ich eine von L'Oreal drauf. Ja, hier haben wir nämlich ein bananenförmiges Gummibürstchen. Das wird dir die Wimpern sehr wahrscheinlich sehr gut trennen, definieren und verlängern. Ne? Und ja, riecht nach nicht wirklich viel, ist richtig cool. Also wird auch dann ins Fullface Beauty Boxen mit aufgenommen. Und bislang, bis auf das Haarprodukt, waren hier wirklich auch nur Produkte mit dabei, die ich wirklich gut finde und wo ich sagen würde, die kannst du verwenden, ganz egal, was für ein Skincare-Type du bist oder so, ne? Finde ich wirklich angenehm. Ich glaube, hier, wow. Hier haben wir auch das letzte drin. Ja, ansonsten haben wir ganz viel Krüvelpapier und zwar von Medicaid. Das ist so eine teure Marke, habe ich durch Adventskalender kennengelernt. Crystal Retinol, also Retinal Ceramide Eye 6 Smooth and Lift Eye Cream mit 15 Millilitern. Also bei Retinal,
Das ist ja quasi ja, eine Form von Retinol, ne? Eine hochwertige Form davon. Sag ich persönlich ja eigentlich von Oktober bis Ostern verwenden. Ansonsten ist die Sonneneinstrahlung halt wirklich, oder die UV-Werte, wie auch immer, können sehr, sehr intensiv sein, sodass man da halt sehr intensiv auch auf Lichtschutzfaktor und so achten muss. Ich zum Beispiel habe aber noch mal ein Retinol-Serum offen, was ich dann auch aufbrauchen werde und dann halt dann auch über Ostern hinaus verwenden werde. Trotzdem verwende ich das nur abends und ich weiß halt auch, dass ich am nächsten Tag ordentlich Lichtschutzfaktor trage. Auch hier würde ich euch empfehlen, wenn ihr das anwendet, am nächsten Tag definitiv auch unter die Augen und auch dort, wo ihr das halt aufgetragen habt, ne, Lichtschutzfaktor aufzutragen. Weil Retinol bzw. Retinal darf nicht unterschätzt werden. Das ist ein richtig krasser Wirkstoff und ich denke, dass Medicaid das auch richtig intensiv hier reingepackt hat. Weil Qualitätsvermutungseffekt, hochpreisige Marke, ne? So dass man da ein bisschen aufpassen muss, dass die, ja, das ist halt so ein bisschen peelend auch. Und das ist klar, wenn die Haut ein bisschen gepeelt wird, dass man da dann etwas mit Lichtschutzfaktor aufpassen muss und so. Deswegen ist es auch großartig, dass sie das in Kombination mit den Ceramiden hier drin haben. Also ich finde diese diese Augencreme extrem spannend. Werde die mir aber auf Seite legen, dass ich die so ab Oktober erst verwenden werde, weil ich jetzt halt noch allerhand offen habe und ich die sicherlich nicht noch aufbrauchen werde. Ihr Lieben, das hier ist einmal das Ei von innen gewesen und ich sag mal wirklich, bis auf dieses Haarprodukt sind das alles Produkte, die ich feier. Finde ich mega. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ei so findet. Ob ihr auch findet, dass es schon, ne, vierfacher wert, Leute, das ist Hammer. Ob es das wirklich auch wert ist, für euch persönlich dafür das Geld auszugeben. Und wie gesagt, der Link dazu in der Infobox empfehle ich euch von Herzen. Ihr Lieben, das wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.